Was macht euer Unternehmen konkret? Genau, also VTA steht ja für verfahrenstechnologische Abwasseraufbereitung. Das heißt eben, dass wir das Abwasser von Kläranlagen, im Ablauf von der Kläranlage, nochmal über 99% säubern von Mikroschadstoffen, von Mikroverunreinigungen wie Mikroplastik, AOX, Spurenstoffe, Medikamentenrückstände und natürlich auch die pathogenen Keime, was auch für uns natürlich von Bedeutung ist, weil dieses Abwasser geklärt dann wieder in die Flüsse, Bäche und Seen in die Natur zurückgelangt und so natürlich wieder auch zurück zum Menschen. Und wir wollen ja dieses ganze Zeug dann nicht drinnen haben. Aus diesem Grund sind eben wir mit unseren Liquid Engineering Verfahren hier, um dieses Wasser nochmal um 99% zu säubern. Bist du da eingestiegen ins Unternehmen? Man kannte dich natürlich in dem Unternehmen schon, aber natürlich beginnst du da jetzt in eine Führungsposition einzusteigen. Wie nimmt das Team dich wahr und wie nimmst du diese Rolle wahr? Ja, also das Team unterstützt mich natürlich überall, wo ich Hilfe brauche. Ist auch jemand da, den man fragen kann, der auch Antworten bereithält. Und mir gefällt es natürlich auch sehr, einfach mal dieses ganze Erwachsenenleben sozusagen kennenzulernen, wo ich als Kind halt nicht wirklich was wusste. Es war halt als Kind einfach nur ein Hobby, dem ich halt nachgegangen bin. Aber jetzt ist es halt auch wirklich eine Aufgabe, wo ich auch weiß, dass ich vielen Menschen etwas sehr Gutes damit tun kann. Deswegen mache ich das auf jeden Fall auch sehr gerne. Mhm. Ich habe in einem Interview gehört, du bist nie so gern zur Schule gegangen. Du wolltest eigentlich immer schon arbeiten. Stimmt das? Das ist richtig, ja, das ist richtig. Schule war nicht wirklich mein Weg für mich. Dafür aber bist du in einem Genre nun tätig, das eigentlich als Männerdomäne gelten könnte. Technik, Frauen und Technik ist noch immer sehr klischeebehaftet. Ist das tatsächlich noch so oder findest du es einfach wichtig, dass sich Frauen auch in solchen Unternehmen, die vielleicht eher als Männerdomäne gelten, durchsetzen? Ja, also ich finde es auch generell natürlich wichtig, dass jeder Mensch, der einen Willen hat, zum Beispiel jetzt in dieser Branche einzusteigen, sich auch so weit durchsetzt, dass er das so machen kann. Natürlich bin ich auch dafür, dass Frauen sich auch viel stärker in der Technik auch durchsetzen, auch wenn es dann immer heißt, ja, eigentlich sind das halt Männerberufe oder Männeraufgaben. Aber ich sehe das halt überhaupt nicht so, weil Frauen sollten halt genau dieselben Rechte auch haben, diese Berufe auszuüben wie Männer. Und wir haben auch in der VTA, zum Beispiel im biologischen Labor, haben wir überwiegend Frauen beschäftigt. Toll. Und auch natürlich die Arbeit, was da auch gemacht wird. Und vor allem bei den Schulklassen kommt das auch immer sehr, sehr gut an. Auch direkt beim Telefon eine sehr freundliche Stimme wegen den Analysen, was wir da erstellen können. Also es ist auf jeden Fall vielfältig. Welche Rolle spielt denn das Thema Nachhaltigkeit in deinem persönlichen Leben, abseits deines Berufs? Ja, also ich finde, jeder Mensch kann etwas dazu beitragen, was Gutes für die Umwelt zu tun und auch natürlich nachhaltig zu sein. Und für mich spielt das natürlich privat sowohl auch beruflich eine große Rolle, kann man sagen. Also das heißt, du bist da auch jemand, der sehr nachhaltig und sehr aufmerksam lebt, ganz wie es eigentlich deine Generation auch, glaube ich, ja eh schon viel stärker lebt als ältere Generationen, kann man sagen, oder? Ja, genau, weil wir auch realisieren, dass wir halt nur diesen einen Planeten zur Verfügung haben und da ich zum Beispiel jetzt auch sehr jung bin und auch natürlich meine Freunde, müssen wir vor allem jetzt einfach aufpassen, dass wir diesen Planeten so weit schonen, wie es geht, weil wir natürlich die längste Zeit noch hier sein möchten und hier sein werden. Und deswegen ist es halt einfach sehr wichtig, dass jeder darauf schaut, auch nachhaltig zu leben.